eine kleine Plauderei über die Umstände wahrer Begebenheiten, die das Herz rühren und zeigen, dass Liebe nicht nur blind, sondern auch noch viel anderes macht. Elisabeth Charlotte, Duchesse d'Orléans, Liselotte von der Pfalz, an ihre Tante Sophie à Hanovre, in einem Brief aus Versailles, le 10 janvier 1692. Der König und der ganze Hof sind heute hergekommen in meine Kammer, um mich über diese schöne Sache zu komplimentieren. Und ich habe nicht länger warten wollen, um euer Lieben dieses hätte schier gesagt, mein Unglück zu berichten. Der Kopf tut mir so weh, dass ich weiters nichts sagen kann, als dass ich bin und bis in den Tod verbleibe, etc., etc. Denn in den Augen ist die Mutter von Sophie Dorothée eine Französin, eine Hugenotte, aber eine Französin, Eleonore Dolbreuse, meilenweit weg von ihrem Stand. Voyons, wenn Sophie par exemple ici ist und der Stallmeister von Eleonore Dolbreuse ici, dann ist Eleonore Dolbreuse ici. Vous voyez le problème? Dessen Gehirn von einer so dicken Kruste bedeckt ist, dass ich wette, niemand wird je entdecken, was sich darunter befindet. Die Heirat interessiert ihn wenig, aber 10.000 Taler haben ihn überzeugt, wie sie wohl auch jeden anderen überzeugt hätte. Mesdames et Messieurs, jugez vous-même, dass die Worte aus dem Mund einer Dame, die freundschaftlichen Umgang mit Monsieur Leibniz, einem der letzten großen Universallehrer, gepflegt hatte. Die Liebesbriefe, sind wir alle Liebesbriefe, die uns erhalten sind, Liebesfloskeln, aber noch mehr Zeichen der Unterwerfung und noch mehr Zeichen rasender Eifersucht und noch mehr Anweisungen, was zu tun und was zu lassen ist. Fast entkleidet, ohne Nachthaube, das offene Haar auf ihren köstlichen Busen herabhängend. Oh Gott, ich kann vor Wut nicht mehr weiterschreiben.
quelle ingénuité adorable, quelle naïveté fatale! Spürte dieses kleine Vögelchen nicht, wie sich die Schlinge langsam um seinen Hals zusammenzieht? Die ganze Sache wurde schließlich ruchbar, selbst in Hannover sind sie ja nicht blöd, mesdames, messieurs. Georg Ludwig lässt sich von Sophie Dorothée scheiden. Scheidungsgründe, Sie können sich das aufschreiben, meine Herren, verliehen. Kleine Verrücktheiten. Worauf Lieselotte ihr antwortete: Welchen Herrn findet man in der Welt, der alleine seine Gemahlin liebt und nicht was anderes, seines Mätressen oder Buben? Sie kennen ja den Mann von dieser Leute. Ja, der war genauso weiblich, wie sie männlich war. Sollte deswegen ihre Gemahlinnen auch so überleben? Könnte niemand sicher sein, dass die Kinder im Haus die rechten Erben wären? Weiß diese Herzogin, sie meinte Sophie Dorothée, weiß denn diese Herzogin nicht, dass der Weiber Ehre darin liegt, mit niemand als ihren Männern zu tun zu haben und dass es den Männern keine Schande ist, Mätresse zu haben, aber wohl Ahnreihe zu sein. Aber trotzdem, die Stanzen, das Gedicht auf das Verschwinden ihres Bruders sind in Abschriften in allen Salons in Europa gewesen, auf Französisch natürlich, und ein schlesischer Dichter hat sich die Mühe genommen, die französischen Zeilen von Marie Aurore zu übersetzen in ein Deutsch, das, voilà, in ein Deutsch. Wildomar. Wildomar, en vain je t'appelle, en vain je te cherche en tous lieux. Hélas, quelle raison cruelle te fait disparaître à nos yeux. Vois mes tourments, vois mes alarmes, d'un triste effroi mon esprit prévenu me fait pleurer d'un désastre inconnu. Réponds à mes cris et à mes larmes, Wildomar, qu'es-tu devenu? Ach, Wildomar, ich rufe dich. Doch all mein Suchen kann nichts finden. Welch Schicksal, welch Wüterich! Zwingt dich bei Hofe zu verschwinden? Schau, mein Schmerz und meine Bangigkeit. Es soll der Seelen edler Schein sich mit der Väter Schatten paaren, denn diese Würden könnte es sein, zur Rach aus ihren Grüften fahren. Nun, Ruh in ihrem Ehrensaal, verblüht ihr Stamm in diesen Grenzen, wird er doch bei den Sternen glänzen. So sei vergessen aller Qual und höre auf der Tränenfall, et pour jamais, fermons les yeux.